Also hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und zum Anfang schon mal sehr seriös will ich schon mal sagen, abonnieren und liken nicht vergessen. Gerne auch einen Kommentar schreiben, also was ich besser machen könnte. Also dann wäre das wahrscheinlich so ungefähr 100%. Also so ganz umkrempeln möchte ich das jetzt nicht, aber da bessere Vorschläge gerne in die Kommentare. So, ich möchte mich jetzt gar nicht so aufführen, als hätte ich, wäre ich jetzt irgendwie ganz toll und berühmt, aber das sagen möchte ich trotzdem. So. Aber es soll jetzt nicht arrogant klingen. Auf jeden Fall, ist es so, dass ich jetzt eine Runde gegen Amerika zocken will. USA. So. Wieder ein sehr schöner Gegner. Ich würde jetzt gerne auch noch ein Thema ansprechen. Und, das hier nehme ich gerade nachträglich auf, damit ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen kann. Auf jeden Fall würde ich gerne darüber sprechen, was ich davon halte, dass Barca eine Rückholaktion von Neymar kam und dafür 100 Millionen Rakitic und Titi und Dembélé auf den Tisch legt. Also erstmal würde ich darüber sagen, dass wir 3 Spieler anbieten. Das finde ich ein bisschen respektlos, weil man die Spieler quasi einfach wegwirft, dass man 3 Spieler, egal wie gut die Spieler sind, ich finde es einfach nicht moralisch vertretbar, 3 Spieler gegen einen zu tauschen. Und das reicht ja noch nicht mal, wenn es 3 Spieler gegen einen wären. Natürlich, die sind noch nicht mal scheinbar die Hälfte von Neymar, dass sie nochmal 100 Millionen drauflegen müssen. Ich mag Neymar gerne, hat in der letzten Zeit viel Scheiße gebaut, gut feiern, wenn Neymar zurückkommt, aber nicht auf diesem Weg. Also, dann bietet doch lieber Coutinho an, gibt 130 Millionen. Coutinho hat einfach nicht das abgerufen, was er in Liverpool abgerufen hat. Und der hat die Mannschaft nicht wirklich vorangetrieben. Ist nun Coutinho, aber es war einfach nicht seine beste Saison. Daher würde ich sagen, es ist auch schon aus PSG Sicht, den Spieler für die gleiche Position zu kriegen, schon sehr gut wäre. Und ja, das war's für den Thema. Ciao.